Panasonic hat neben dem Eluga auch noch das Eluga Power vorgestellt. Hierbei handelt es sich um ein 5 Zoll großes Smartphone und wie der Name schon verrät, hat es etwas mehr Power. In diesem Fall arbeitet ein 1,5 GHz Prozessor im Inneren. Große Details sind noch nicht bekannt. Das Ganze soll im Sommer diesen Jahres kommen. Als Bildschirmtechnik wird eine TFT-Technologie benutzt und auch dieses Modell ist wasserfest. Vom Design her müssen wir sagen, dass uns das klassische Eluga deutlich besser gefällt. Hier dieser Mix aus matter und glänzender Oberfläche wirkt eher etwas billig und aufgesetzt. Auch die ganze Benutzeroberfläche sieht noch eher wie ein Prototyp aus, gerade wenn man ins Menü reingeht, hier diese großen Leerräume und ähnliches. Also da sieht das Eluga, welches jetzt in Kürze erscheint, doch schon deutlich besser und natürlich auch final auf. Sobald es hierzu Neuigkeiten gibt, erfahrt ihr sie natürlich auch bei uns.